Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, hier bei Ages of Winter. Bald sind wir fertig. Noch ein Echo. Dieses hier. Und dann haben wir den Boss erreicht. So, dann müssen wir noch eine kurze Mission machen. Ich hoffe nicht allzu lange. Und dann können wir den Boss besiegen. Jo, und wir haben einen guten neuen Gürtel bekommen. Der hat irgendwas mit 80 Dienerschaden, das ist ein bisschen mehr. Das ist nur der Blankenschaden und 40. So. Und nochmals wiederbeleben. Wollte neue modische Gegner. So. Da hat es auch Dienerschaden. Jo. Exalted Modifizer, das ist natürlich gut. Wir werden heute keinen Ionic haben und dann ein Legendary draus machen können. Eventuell gibt es einen Ionic-Gürtel mit Minion-Damage. Es gibt einen mit Tank-Slots und so. Aber ja, wenn wir so einen Exalted haben, können wir dann eigentlich einen Ionic benutzen. Aber besser ist ein Exalted-Item. Jo. Also wir müssen in die andere Richtung. Haben wir den Modifikator noch mit Elemental Damage? Ja. Jo, sollten wir nicht zu viel tanken. Oh, schon wieder so eine Anfänger-Axt. Also in letzter Zeit, in diesem Echo, gibt es sehr viele Anfänger-Items, also für neue Charaktere. Müssen wir leider wieder weggehen und den Gürtel halt dann erstmal holen, wenn wir Namen wieder nicht weiß. Englischsprache spielen. Also einfach diese prozentige Echos haben. So. Okay. Enhanced Corruption heißen sie? Wie heißen sie, Junge? Schon lange nicht drüber nachgedacht. So, jo, wir haben es dann bald erreicht. Nur noch ein Echo eigentlich. Enttäuscht von diesem Echo. Gut. Die Gegner sind auch sehr süß, dass sie alle Elementarschaden machen, wenn ich so Modifikator haben. Aber sie sind immer noch sehr leicht. Der Bild, der macht es wirklich. Ich bin froh, habe ich so etwas gefunden. Natürlich ist er immer ein bisschen OP, aber da kann man nichts machen. Das Spiel verlangt hat OP-Builds. Und es macht trotzdem sehr viel Motivation, immer wieder stärker zu werden. Die Gegner sind auch nicht immer so mega leicht oder so. Eher manchmal auch ein bisschen schwer. Ja. Ist doch alles sehr motivierend. Also ich bin wirklich nicht gerne overpowered. Schon wieder Schaden über Zeit. Also hier müsst ihr merken, Schaden über Zeit, Elementarschaden vor allem. Nein, hier ist Schaden über Zeit. Ja. Aber ich brauche vor allem Elementarschaden über Zeit, diese Items. Die können noch ein bisschen mehr ausgewürfelt werden. Und dann, jo. Kann ich diesen Vulkanus-Bild dann auch gut spielen. Was habe ich sonst noch für ein Bild? Ah ja, diesen Sinterstrike Marksman. Einstimmung, gut. Und wir können ein Minenbild bald machen mit so viel Einstimmung. Einfach weiter spielen, der ist momentan ein bisschen noch schwach. Die guten Monolithen. So. Sind wir gleich fertig hier? Gut. So. Ah, ich muss noch ein bisschen mehr Gegner besiegen. Zuerst einmal kurz
Hey, das hab ich schon immer. Was ist hier drauf? Diener Zauberschaden. Ich hab sicher ein, zwei. Absterbe eher, aber. Muss ich jetzt nicht so demonstrieren. Ja, der Lagermeister Drago. Mit seiner Übersicht, was er hat und was er nicht hat. Ist schon cool, wenn man so viele Items finden kann, aber das macht. Also für mich macht es einfach Riesenchaos. Ich habe jetzt nicht so viel Bock immer zu lagern, zu sortieren und so weiter. Aber ja. Wenn man es halt nicht so braucht, und immer gerne auch ein bisschen sucht, dann kann man es ja so lassen. Ja, die Zeit ist halt schuld. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Zeit es kostet. Ich habe ein paar Items wirklich sortiert in letzter Zeit, aber ich habe es aufgegeben. Und ständig das zu machen. Ständig zu sortieren, damit man einfach Übersicht hat oder so. Das ist viel zu zeitkostend. Und meistens ist in den Lagern noch mehr, oder auch hier, noch mehr performance-unfreundlich. Ah, wir müssen zwei Missionen machen. Okay. Wusste es gar nicht. Ich dachte, wir hätten eine gemacht. Klar haben wir sie nicht gemacht. Naja, mein Fehler, aber das schaffen wir in diesem Part. Ah, es war, glaube ich, im vorherigen Part so, dass ich eine Mission für ihr gemacht habe. Irgendwie ist das Anziehen nicht mehr so groß bei manchen Gegnern. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Vielleicht hängt es auch von der Stärke des Gegners ab. Wie gut es im Relativen ist zu uns. Jetzt haben wir halt schon ein bisschen schwerere Gegner. Aha. Wieso ist hier zu? Wollte Zurich wieder besiegen. Das scheint eigentlich in der antiken Timeline zu sein. Ein göttliches Zeitalter, noch früher. Okay. Wieso haben wir hier so viele Schreine? Ne? Okay, dann nehmen wir die Schreine. Oh, der, nein, wir haben den Geschwindigkeitsschrein schon. Ah, nochmals Geschwindigkeitsschrein. Dann ist der dritte auch noch Geschwindigkeitsschrein. Nur multipliziert das gar nicht. Dankeschön. Da werde ich jetzt gleich mal zum Usain Bolt. Der hat scheinbar aufgehört, gell? Oder macht einfach nicht mehr so gute Rennen. Also wer kommt? Tarik mit Eis. Ich glaube, es kommt. Kommt so Winterviecher oder diese, zum Beispiel hier. Irgendwie etwas. Etwas mit Eis. Oder es kommt gar kein Boss. Er sammelt einfach diesen Schutt dann noch ein, ne? Den wir verursachen. So viel Abrissbären. Schon lange nicht mehr gesehen. Wir wühlen den Dreck auf. Wir lösen Erdbeben aus. Jo. So. Ja, ist gut. Diese Gegner, die immer Aufmerksamkeit wollen, damit sie sterben dürfen. Hey, läuft an.
Wieso sind Gegner so aggressiv? Das sind noch interessante Gegner, die kommen in der Kampagne, glaube ich, lang oder gar nicht vor. Die kommen gar nicht vor. Das ist die nur in Echos? Oder gibt es sie einfach in einem anderen Akt als der Kälteakt? 7. Ja, ich mag hierauf. Aber als Gegner hier, Nature's of Winter, das ist schon ein bisschen hardcore. Ja, wie alle Bosse dann im Endgame, es ist ein bisschen übertrieben. Oh, Schulra ist wieder eingefroren. Oh. Lol. So, Events, wo Gegner kommen, das ist übertrieben. Kommt, sprengt dieses Gefängnis an. Ich frage mich immer, wenn man so Gefängnisse aufreißen muss, macht es den Leuten drinnen nichts aus? Leben die überhaupt noch oder sind sie schon steif gefroren? Jo. Tja, ich der Mann. Gut. Ja, machen wir. Ja, der Grell. Ich glaube, Grail ist ein bisschen verliebt. Nein, gut. Gut, was müssen wir hier machen? Naja, der Hafen. Wenn ich mich anwesend kann. Die Gegner einfach immer wieder kommen und wir die Leute retten müssen, glaube ich. Naja. Hier sind schon mal Leute und die. Und dieses Militär. Weg damit. Klar, wir müssen so gegen den Uhrzeigersinn machen. Das letzte Mal. So, ein bisschen gesehen. Ich bin nämlich zuerst nach Norden gegangen und dann muss ich wieder zurückgehen. Haben wir, glaube ich, in einem Partag gesehen. Oder war das noch in Livestreams, glaube ich? Also hier unten ist nicht mehr viel. Ja, ist ein bisschen unspannend gerade, ne? Vielleicht hier ein bisschen durchrennen. Sie ein bisschen zusammenpullen eventuell. So, gehen wir beim Schrein durch. Oh, wieder Idole, sehr gut. Einfach ein bisschen abkürzen, das geht. Also den möchte ich mitnehmen, der ist gut. Sonst haben wir nur Schaden. Giftwiderstand könnte ich eigentlich auch gebrauchen, aber nicht so. Giftwiderstand eher so auf größeren Idolen. So einzelne Idole sind einfach zu schwach. Wie schön er umfällt. Sind das eigentlich Trolle? So, wie komme ich auch oben drauf? Sehr schön. So. Also doch lieber unten durch, oben durch. Ja, hätte ich einfach länger gebraucht.
Und du hast gut. So. Schön dicker Shiny. Genau, weil man dann wieder nach oben muss. Stimmt. Aber das erreichen wir ja gut. Ja, ein bisschen durch den Zaun durch. Das ist auch nicht gerade so. Sehr gesund. Aber ja, Kollisionen sind ja nicht schlimm. Grill! Wir sind mit Blut now. Komm, gib Herod's Champion a proud death. Ja, also bringen wir es zu Ende. Der Arme. Er wollte ein Held sein, aber hat's verwirkt. Machst du auch Schaden oder muss ich dann mehr Schaden? Ich muss also irgendwie bei diesem Angriff, ja, zwischenstehen. Ja. Ja, das ist schon zu viel. Was ist denn hier drüben? Aha. Gut, also machen wir den Boss. Schauen noch kurz beim Händler. Die. So wenig Items, die rar sind. Hm. Schrott! Also, wie ging der Boss schon wieder? Er macht irgendwie so eine Nova. Er macht diesen Frostbite-Boden. Hm. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht auch sterben. Ah, den Strahl, genau. Genau diesen Boden hier. Ja, mit diesem Eiszapfen, da meine ich. Genau, und diese Nova, die hat ja immer so viel Schaden gemacht. Aber er macht irgendwie momentan gar keinen Schaden. Ja, es hat aus Eis, also Eis haben wir gute Resistenzen. Da wieder der Laser. Und mit dem Laser würde ich die Erde zerstören. Wie viel Schaden hat eigentlich diese Frostnova gemacht an uns mit so, ja, den undefensiven Builds? Wahnsinn, jetzt einfach gar nichts. Nicht mal ein bisschen Schaden. Genau, und das ist diese, ich weiß nicht, wieso der das einsetzt, dass man nicht so weit wegsteht. Jojo. Rise, my fallen champions. Aid me. Was machst du denn eigentlich? Hallo, ich will nicht gegen eine Statue kämpfen. Steh wieder auf. Ich finde das einfach manchmal so krass. Nein, da können wir hier nicht so gut erreichen. Geh mal wieder weg. Komm, teleportier dich wieder weg. Du bist jetzt hier gerade so eindrücklich. Ja, es hat immer noch so eine Mega-Statue. Mehr bist du nicht. Bist ein Löli. Wir haben hier aufgefriest, wir haben vier aufgefriest, das ist so krass geil. Wir müssen nichts mehr machen. Und das ohne dieses Amulett, das scheinbar noch mega OP wird sein. Später. Tja, wie können wir sonst noch mehr Wut bekommen? Ich muss einfach mehr Skillpunkte haben. Oh. Kältewiderstand. Ich will noch mehr Kältewiderstand. Ich weiß nicht, ob ich das... Ja, vulkanisieren. Ich nehme das hier. Kältewiderstand. Ich habe nicht genug Kältewiderstand. Lol, ich habe so wenig Kältewiderstand und so wenig Damage bekommen. Okay, dann nehmen wir Kältewiderstand. So, hat Spaß gemacht. Hier hätten wir noch einen Schrein gehabt. Nein, die haben eigene Werte. Steht die ganze Zeit unten. Diese Fragen immer, die sind so leicht selber beantwortbar. So. Jetzt können wir eigentlich bald auch nochmals die Dungeons machen. Vor allem die Arena, die große. Also nicht die unendliche, sondern die mit den Helden. Den Gladiatoren.
Hier müssen wir zum Beispiel nach links gehen. Nach unten. Wir gehen diesmal noch. Nein, wir sind nach links gegangen. Ja, wir gehen nach unten. Ja, nach links bin ich schon wieder. Hey yo, hat wirklich Spaß gemacht, der Bosskampf. Mit Irina nie. Irina nie. Ironie. Mit Ironie, nichts anderes. Schöne Gegner, ich liebe Waldgegner. Ach ja. Void war früher ein bisschen stark. Aber die haben das, ja, ein bisschen genervt. Schon längere Zeit, glaube ich. Aber auf jeden Fall hatte ich mit Void-Gegnern eigentlich immer Mühe gehabt früher. Ich mochte es auch einige Zeit lang nicht und wollte selber Void, ja, Builds machen. Ich weiß noch, ich war mal recht lang diesen Void Knight. Aber glaube ich wegen Nahkampf meistens. Ich habe fast immer Nahkampf gemacht. Und ein bisschen Probleme. Wie der Gegner gestorben ist. Also wird er noch leben. Aber einfach besoffen sein. Der große Gegner, der ist so besoffen. Je größer die Void-Gegner, desto besoffener sind sie. Ist Void Alkohol? Eine Leere hat es beim Alkohol ein Jahr. Man ist nicht so von Sinnen. Also definitiv Alkohol. Schön. Feuer im Dörken. Also jetzt momentan bin ich glücklich über so ein bisschen Stärke. So. Die ganze Zeit, aber nur bin ich immer wieder erneut glücklich. Ja, die Spiele können manchmal schon ein bisschen anstrengend sein. Soll ich noch weitermachen? Ich will nur mit dem Wald. Wir wollen ja so schnell wie möglich zu diesen guten Echos gehen. So. Also das ist jetzt gerade ein bisschen leichter, obwohl es eigentlich schwer sein sollte. Habe ich gute Weitresse? Ja. Okay. Schön. Also die finde ich cool. Sie können so ein bisschen auf den, über den Boden schweben. Aber natürlich als Gegner manchmal, also vor allem am Anfang vom Spiel, Akt 3, bin ich mal ein bisschen, ja, schwerer. Ah ja, ich muss ja wieder ein bisschen mehr tanzen, stimmt. Ja, hier ist es nicht nötig zu tanzen, weil wir nicht so viel Schaden bekommen. Und scheinbar ist es wirklich stark, so viel Leben. Also, ja, ich unterschätze es immer ein bisschen, weil ich immer so, ja, eher auf andere Sachen gehen will. Es ist halt schon ein bisschen OP, reines Leben. Es ist irgendwie so etwas, was man gar nicht so gerne auf den Items hat, weil man es halt einfach schon genießen kann. Ein bisschen Abwechslung, oder? Aber da sind andere Stats doch nicht so gut. Ja, vielleicht noch Crit Aura da ist. Und Rüstung ist auch ziemlich gut. Und jetzt könnte ich beenden. Ich
Will wieder ein großes Level gewesen. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass manche Levels so übertrieben groß sind. Und manche nicht. So, wohin gehen wir? Wieder Erfahrung. Brauchen wir auch am dringendsten. Und Echos suchen. Götzen. Echos suchen. Oh, meine Kumpel sind wieder hier. Das sind Gegner, wenn man sie gelernt hat, sind sie zu leicht. Die Skorpione natürlich auch, aber da kann man nicht immer so gut anwenden. Oh, die Nerven. Das sind die, die zweimal explodieren, oder? No, du musst nicht dort unten einschlagen. Das ist die einmal. Ah ja, zwei. Okay. So, nehmen wir doch die Trübe kurz mit. Wir machen sehr wenig Schaden scheinbar. Ey, wir sind einfach viel zu zäh. Das ist ja übertrieben. Wie man einfach so, ja. Bei den Enhancement-Dingen da. Einfach OP-Wert. Und dann einfach durch den Levelunterschied oder Level 100 dann einfach wieder schwierig hat. So, was haben wir hier? Blockchance können wir auch wieder mal mitnehmen. Diener LP. Nee, ich habe da Exalted drauf. Also bei manchen Anwälten. Mit Diener LP. Noch mehr Diener LP. Wie viel Unterschied das macht. Also ich sehe jetzt nicht so sehr, dass meine Ranken sterben. Und ich brauche das Amulett für die Jungs. Amulett-Slots. Also gut. So. War easy. Aber ja, wir haben noch wenig. Also ich finde dieses Level sehr interessant. Hat ein bisschen genervt durch diesen schnellen. Aber wenn sie einzeln sind, sind sie halt wirklich viel schneller. Also wenn sie zu dritt sind. Wir haben sie dort mehr AOE. Ja, und könnten mehr Schaden machen eigentlich. Ich hab doch genügend geschlafen, weil ich so krank bin. Oh! Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Geil! Ja, wir machen noch mal kurz diesen einen. Time One Mage. Werbeangestalt. Bräuchte ich vom Aussehen, aber brauche ich nicht. Ein Bild. Jetzt müssen wir erst ein drei Stück sind es, glaube ich, extra. Oh, Betäubung. Sehr gut. Mal schauen, wie der ist. Also bei Enhanced sind sie dann sehr, sehr stark. Ja, okay. Nicht so stark. Na, da bist du hinter der Säule. Oh. Verlierschadeneffekt war fast von Hast stärker. Okay. Schön in Englisch noch. Ich frage mich nach dem neuen Update, dann das 1.0, ob die deutsche Übersetzung nochmals verbessert wurde. Es ist ja schon sehr unfertig rausgekommen. Sie ist erst im September, glaube ich, rausgekommen, gell? Die deutsche Übersetzung. Ist noch nicht so lange her. Und ja, man kann es ja noch ein bisschen verzeihen, oder? Es ist noch ein bisschen früh. Und der Entwickler einfach noch zu klein. Aber immerhin kann man ja auch Englisch gut. Also doch.
Durch Spielen von Hack'n'Slays kann man eigentlich gut Englisch lernen. Die meisten Spiele sind immer auf Englisch zuerst nur. Und ja. Man braucht sie natürlich auch wegen der Community. Ich bin jetzt eigentlich schon längere Zeit aber nicht mehr im Englischen gewesen, Chat. Ich war eigentlich oft im Englischen und habe einfach ein bisschen mitgeredet. Und niemand hat gesagt, ich kann nicht gut Englisch. Also scheinbar von mir aus kann ich auch ziemlich gut Englisch, aber ich habe meistens einfach mit der Satzzusammenstellung oder Probleme. Weil im Englischen einfach, du musst andere Fraktion, also Dinge, Aufteilungen machen. Wann, wo, was kommt und wer und warum. So Sachen. Es ist ein bisschen schwieriger als Deutsch. Was ist Deutsch, ist für Engländer Deutsch schwierig. Wahrscheinlich schon ein bisschen, weil Deutsch eine schwere Sprache ist, aber im Englischen ist vieles nicht so nachvollziehbar. Dass manche Buchstaben auch anders ausgesprochen werden, das hasse ich. Das mag ich sowas nicht. Amulette. Amulette! Ein bisschen Gegnerschaden. Okay. Mache ich noch einen kurzen, längeren Part. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, aber scheinbar nicht mehr so. Und Bienen! Ich mag Bienen! So, kurz oben durch. Geht nicht mehr. Wir müssten eigentlich wieder zurückkommen. Wir müssen sowieso das ganze Echo machen. Deshalb unten durch. Also der. Ja. Okay, ich dachte schon, der Balken wäre hier nicht. Aber er ist gekommen. Unseren schönen Fortschrittsbalken. Rechts. Im Bild. Die Gegner mag ich besonders gerne. Die sind so auf Bugversicht. Ui. Ja, sehr schön. Also ich muss heute ein bisschen schauen. Heute geht es wahrscheinlich noch ein Livestream. Aber ich muss wirklich mit der Stimme da noch ein bisschen reinkommen. Dass es mir wieder besser geht. Ich könnte nach einem Feuchtigkeitsspray, was es gibt, schauen. Oder sehr viel trinken. Was ich eigentlich nicht mache während einer Aufnahme oder einem Livestream. Oder nur wenig trinke. Das soll ich eigentlich sehr oft trinken. Aber ich tue wirklich vor einer Aufnahme immer trinken. Nur nützt es einfach nicht viel. Die Heizungen sind so sehr trockenmachend. Diese einzelne Stechmücke. Wollte einfach noch alles rocken. Weil sie es einfach verbocken. Wieso habe ich immer Kisten, die nichts beinhalten? Nur Schrott-Excited Items. Rüstungsbruch. Er könnte besser sein. Ein Multiplikator doch. Auch Rüstungsbruch. Ich glaube, auf einen Köche kann ich das wirklich gebrauchen. Ist aber zu schlecht zusammengewürfelt. Meine Güte, ich will ja so einen guten Bild noch machen für einen Marksman, aber nee. Also der eine Bild, Explosionsbild, möchte ich schon noch weitermachen, wenn es einfach zeitlich gehen würde. Ja, ich nehme mir wirklich etwas vor und livestreame viel öfters auf twitch.tv/traumhaus aus. Nicht mehr auf YouTube, das ist so ein Schrott. Wenn ich da immer wieder Probleme habe. Ja, das sind auch wieder Leute, die einfach nichts fixen.
Sie machen irgendwas, damit sie Geld verdienen können, aber Problembehandlung, nein, das sind sie nie. Kostet halt auch zu viel Performance und so Sachen. Qualität ist auch nicht so gut, scheinbar. Was sie können, also man könnte noch besser streamen mit besserer Auflösung und allem, aber das macht es nicht wett, oder? Das ist einfach nur Schrott. Lieber mit weniger. Ein schöner Stream. Ein paar bessere Stream. Also Qualität. Ja. Kann auch zu viel sein. Vor allem für den PC. Also ich spiele immer wieder Solo mit 4K und mit HDR und mit ganz vielen guten Grafiken und so. Aber es tut mir nicht so abholen wie einfach normaler Full HD ohne HDR. Es passt besser zu einem Spiel, weil sonst ist es einfach zu schön. Also detailliert, oder man möchte ja spielen ohne irgendwelche Augenkrämpfe und alles mögliche. Man möchte so spielen, wie es einfach am angenehmsten ist. Und die Grafik ist sehr wunderschön. Ich weiß nicht, was die Leute manchmal haben. Somit, oh, ich muss aber das Spiel spielen mit der schönsten Grafik und nicht das mit dem schönsten, mit dem besten Spielspaß und so. So, jetzt haben wir leider ganz knapp nicht voll. Haben wir hier voll, wenn wir die besiegen? One Shot. Oder One Schuss. Ja, voll. Sehr gut. War ein wirklich toller Part. Mit ein paar Sprachfehler, ich weiß. Ich bin momentan echt nicht fit. Und, jo, hoffe, dass ich wieder gesund werde. Dass ihr vielleicht, wenn ihr krank seid, wieder gesund werdet. Und Spaß hattet und Spaß haben werdet. Ja, ist ein richtig toller Bild. Und Dankeschön für die Unterstützung. Euer Dragobasler. Tschüss.